Notaufnahme in Gilead 4. Auf dem Gelände der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel befindet sich die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Evangelischen Krankenhauses Bielefeld, kurz EVKB. Routine und doch immer wieder ein Einzelschicksal. Junge und alte Menschen mit Depressionen, mit psychotischen Störungen, Persönlichkeitsstörungen oder Suchtproblemen finden bei den Spezialisten in Bethel Hilfe. Als einzige Akutpsychiatrie im 330.000 Einwohner zählenden Bielefeld nimmt das EVKB seit 1985 die psychiatrische Pflichtversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wahr. Außerdem ist das EVKB akademisches Lehrkrankenhaus. Ein kompetentes Team aus Ärzten, Pflegenden, Psychologen, Sozialarbeitern und weiteren Therapeuten übernimmt die verantwortungsvolle Aufgabe, Menschen ganzheitlich zu behandeln. Und jeweils auf den Stationen macht das eben die hauptsächlich die Stationsleitung, die Oberärztin oder der Oberarzt. Wir können also schnell zu erreichen. Die Situation kann schnell geklärt werden. Das Know-how von Pflegenden, Psychologen und Ärzten entscheidet schon bei der Aufnahme der Patienten über eine rasche Hilfe. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ist mit 330 Betten und 92 tagesklinischen Behandlungsplätzen und einer Institutsambulanz die größte Klinik im Evangelischen Krankenhaus Bielefeld. Psychische Erkrankungen sind so zahlreich wie vielfältig. Jährlich behandelt die Klinik 6.000 stationäre und 12.000 ambulante Patienten. Die Hälfte von ihnen kommt als Notfall in die Psychiatrie, die restlichen 50% per Einweisung. Erwin Meyer ist suizidgefährdet. Sein Hausarzt hat das Problem erkannt und ihn dazu bewegen können, ins Evangelische Krankenhaus zu kommen. Hier ist AVD angemeldet. Könnten Sie bitte einen Mitarbeiter unterschicken zu einer Aufnahme? Der Patient soll möglichst früh eine Bezugsperson bekommen. In unserer Klinik arbeiten wir mit einem Bezugspflegesystem. Bezugspflege ist ein wichtiges Element psychiatrischer Behandlung. Wir haben uns bemüht, diesen Aspekt der Beziehung seit Jahren auch in der Arbeitsorganisation abzubilden und zu stabilisieren. Dafür haben wir hier ein Primary Nursing System eingeführt. Das bedeutet, dass es bestimmte Ansprechpartner für Patienten gibt aus der Berufsgruppe der Pflege, welche für sie verantwortlich sind und dann Dinge regeln im Behandlungsablauf. Was wir hier machen, ist letztendlich eine Differenzierung von Qualifikationsprofilen, sodass nicht mehr alle Pflegende für alles verantwortlich sind. Im Gespräch machen sich Ärztin Anne Moritz und Pfleger Daniel Austmeier ein Bild vom seelischen Zustand ihres neuen Patienten. Welche Probleme hat er im Alltag? Was bewegt ihn und wovor hat er Angst? Sie hatten ja gesagt, dass Sie schon mal in Ihrem Leben darüber nachgedacht haben, sich das Leben zu nehmen. Ist das jetzt aktuell auch so oder können Sie das jetzt komplett von der Hand weisen? Nee, das könnte ich jetzt nicht so verneinen. Also jetzt direkt, also hier so jetzt nicht, aber so, nein, kann ich auch nicht sagen. Herr Meyer, was würde Ihnen denn jetzt im Moment gut tun? Was würde Ihnen jetzt Sicherheit geben? Also, die Ärztin hat ja gesagt, dass sie irgendwie jetzt auch, dass ich mich irgendwie bei Ihnen melden würde, dass Sie nach mir schauen in 15-minütigen Abständen. Ich brauche, glaube ich, auch vor allem Ruhe. Daniel Austmeier weiß, wie wichtig dieses zur Ruhe kommen für den Patienten ist. Da können Sie erstmal ankommen und sich ein bisschen ausruhen. Jetzt steht die Therapie im Vordergrund. Nach der Akutbehandlung gewinnen Psychotherapie, Musiktherapie, Ergotherapie und Bewegungstherapie an Bedeutung. Ergotherapie ist aufgeteilt in ein kunsttherapeutisches, ein ergotherapeutisches und ein arbeitstherapeutisches Angebot. Das können Sie dann hier machen und dann machen Sie hier das Gleiche und dann legen Sie die Schiene, wenn sie fertig ist. Offene Türen sind ein wichtiges Merkmal einer partnerschaftlichen Therapie. Die Patienten werden in ihren Behandlungsprozess aktiv einbezogen.
Beim Dialog des Reflecting Teams, einem neuen Konzept aus dem systemischen Ansatz, hört der Betroffene zu und kann so seine Erkrankung und deren Behandlung besser verstehen. Und jetzt übergeben wir mal an die Kollegen vom Kollegenkreis. Ja, ich bin ja ganz froh, dass der Herr Meier jetzt diese Woche hier so einigermaßen überstanden hat. Aus meiner Sicht hat er sich hier auch gut eingelebt auf der Station und ich glaube einfach, der Aufenthalt an sich war jetzt erstmal eine Entlastung für ihn. Ich wäre natürlich weiterhin skeptisch, was die Suizidalität anbetrifft. Ich sehe ihn natürlich nicht jeden Tag. Wie seht ihr das? Ich habe Herr Meier jetzt so erlebt, dass er zunehmend offener im Kontakt ist und auch den Kontakt sucht, rege am Therapieprogramm teilnimmt. Und ja, so dass ich mich auch fragen kann, ob jetzt der 15-minütige Kontakt, der jetzt noch besteht, überhaupt noch weitergeführt werden müsste. Für mich auch so ein ganz bisschen erleichtert zu hören, dass das jetzt irgendwie auch längere Abstände wären, dass hört sich für mich auch ein bisschen nach Besserung an. Ich habe ja eingangs auch gesagt, so ein bisschen, ich fühle mich ja auch so weniger so schwer, wie das vorher war. Und bin aber ehrlich gesagt auch erleichtert, dass ich nicht noch mehr Termine oder so jetzt, das ist schon ganz schön anstrengend. In der Gerontopsychiatrie finden alte Menschen, ganz im Sinne Friedrich von Bodelschwings, Hilfe, wenn ihre geistige Leistungsfähigkeit nachlässt oder demenzielle, depressive oder psychotische Störungen auftreten. Ein differenziertes Untersuchungs- und Therapieangebot ist nur möglich, wenn alle Berufsgruppen sich kontinuierlich weiterbilden. Das EVKB sorgt im wöchentlichen Journal Club und in einer breit angelegten Palette von Fortbildungsveranstaltungen dafür, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer auf dem neuesten Stand sind. Der Herr Müller, der kam zu unserem 20. Die Fortbildung für junge Ärzte findet auch im Alltag statt, zum Beispiel durch oberärztliche Supervision. Die Kollegin von der Drogenberatung kennt ihn schon relativ lange. Ja. Und was, glaube ich, gut wäre, wenn wir diese Zufriedenheitsskala, die Sie jetzt schon wiederholt auch mit anderen Patienten erarbeitet haben, wenn wir das mit dem Herrn Müller auch machen. Und dann könnten wir da zusammen sehen, was die wichtigsten Motivationspunkte für ihn wären. Neben seiner gesundheitlichen Fragestellung und würden dann mit der Drogenberatungsstelle gemeinsam so einen Behandlungsplan erstellen. Okay. Wissen kann ganz handfest vermittelt werden. Im Deeskalationstraining wird demonstriert, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen schützen können, wenn ein Patient krankheitsbedingt die Kontrolle über sich verliert. Und sondern eben halt mit den Beinen eben halt einen festen Stand habe, dass ich mich nach hinten und vorne eben halt zurückfedern kann und abwehren kann. Bildung ist ein zentrales Element für den Pflegeberuf. Das hat auch damit zu tun, dass wir zukünftig einen Fachkräftemangel erleben werden und Bildung nicht nur für die Versorgung der Patienten eine hohe Rolle spielt, sondern auch für die Attraktivität von Krankenhäusern. Hier in Bethel kann man alle Formen von Pflegeausbildung durchlaufen, vom Pflegehelfer über die traditionelle Krankenpflegeausbildung bis zu neueren Konzepten, die mit akademischen Abschlüssen abschließen. Was die Spezialisierung im psychiatrischen Pflegebereich angeht, so haben wir uns hier entschieden, die Fachweiterbildung nicht mehr fortzuführen, die traditionelle, sondern diesen Bereich zu akademisieren und den ersten Pflegestudiengang für psychiatrische Pflege in Deutschland anzubieten. Ärztliche Weiterbildung unter einem Dach und auf Universitätsniveau wird durch die Einbindung der psychosozialen Medizin in ein Neurozentrum mit 500 Betten ermöglicht. Dazu gehören die Kliniken für Neurochirurgie und Neurologie, das Zentrum für Behindertenmedizin im Krankenhaus Mara, die Epilepsiekliniken und eigene Institute für Neuropathologie und Radiologie. Sie sind auch für angehende Fachärzte durchaus interessant. Vor ungefähr 10 Jahren haben wir begonnen, eine Forschungsabteilung an unserer Klinik einzurichten. Unser Leitgedanke war dabei, einerseits natürlich wissenschaftliche Projekte zu betreiben, andererseits aber klinische Arbeit und wissenschaftliche Arbeit in Kontakt miteinander zu bringen und so die klinische Arbeit mit unseren Patienten auf einem möglichst hohen Niveau betreiben zu können. Und dieses sich gegenseitige Befruchten hat wunderbar funktioniert. Die Forschungsabteilung hat immer mehr Projekte begonnen zu erarbeiten, in Zusammenarbeit mit den einzelnen Bereichen der Klinik. Und mittlerweile sind wir auf ca. 20 Mitarbeiter angewachsen. Das wechselt immer etwas. Wir haben Drittmittelakquise betrieben bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei anderen Drittmittelgebern. Wir haben
aus der Praxis Ideen und Fragen aufgenommen und in wissenschaftliche Fragen übersetzt. Und so befruchtet sich dieser Prozess bis heute weiter. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, ein wichtiger Baustein des evangelischen Krankenhauses Bielefeld.